Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Lies of Pi. Es gibt eine Statue, die Stufen zurücksetzt, die Organe zurücksetzt und die Legionswaffen zurücksetzt. Falls ihr mal die Legionswaffe wechseln wollt und nicht genug Kaliber habt. Sehr, sehr cool. Für Stufen gerade cool, wenn ihr verschiedene Waffen ausprobieren wollt. Wenn ihr am Anfang zum Beispiel eine auf Technik genommen habt, so wie ich, und später auf Entschlossenheit rübergehen wollt, sehr cool. Und Organe zurücksetzen, wenn ihr Fehlerchen gemacht habt oder andere Ideen habt, so wie es bei mir auch der Fall war. Wenn ihr die Statue hier freischalten wollt und benutzen wollt, braucht ihr auf jeden Fall goldene Früchte, um die zu benutzen. Und freischalten müsst ihr mindestens in Akt 7 sein. Und dann kommt ihr hier in diesen Raum in Akt 7, um diese Statue zu benutzen. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einmal den Weg von der großen Ausstellung bis zur Statue, dass ihr den einmal ablaufen könnt. Und die dann auch benutzen könnt. Ganz wichtig, ihr müsst Akt 7 abgeschlossen haben und den letzten Endboss hier besiegt haben. Den findet ihr, wenn ihr hier geradeaus geht, die Leiter hoch und dann noch weiter geradeaus. Dort trefft ihr dann den Wrestler, ich glaube er hieß Victor. Und wenn ihr den besiegt habt, bekommt ihr von Simon einen Schlüssel, den ihr benötigt, um das Tor aufzumachen, um die Statue zu benutzen. Ich bin jetzt hier rausgelaufen aus der großen Ausstellung. Ich nehme hier die ganzen Abkürzungen. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie der richtige Weg ist ohne Abkürzung. Deswegen, ich hoffe, ihr habt die ganzen Abkürzungen dann auch schon frei, wenn ihr den Boss besiegt habt. Laufen hier hoch. Und während ich dahin laufe, habe ich mal Zeit, ein Loblied auf dieses Game auszusprechen. Wie gut ist bitte Lies of Pi? Also ich habe vieles erwartet. Ich hatte mir schon nach der Demo vor ein paar Monaten gedacht, okay, das Game wird gut, aber dass es mich so krass hookt, hätte ich nicht gedacht. Ich bin so süchtig nach diesem Spiel, es ist so gut. Nicht nur Gameplay, nicht nur das, wie es aussieht, auch die Story ist mega gut verpackt. Also ich bin absoluter Lies of Pi Fan, lasst mal da gerne eure Meinung unten in den Kommentaren stehen. Würde mich extrem interessieren, wie ihr das findet als Lies of Pi Spieler. Ich bin ja sowieso ein Souls-like-Fan und muss sagen, das Game hier ist schon extrem, extrem gut. Hat alles Positive, was ich mir von einem Souls-Game erwarte, und viele Dinge, die mich bei Souls-Games eher nerven, sind nicht dabei. Ich bin wirklich, ich muss zugeben, ich bin übelster Lies of Pi-Fan. Deswegen würde mich extrem interessieren, was ihr dazu sagt. Wir sind gleich auch schon bei der Tür da. Ich kill hier nochmal eben die Gegner, weil ich will nicht, dass die mir hinterherlaufen, mich dann abschießen. Die sind nämlich immer ein bisschen nervig, diese Sniper. Du auch noch. Weg mit dir. Oh, oh, oh. Und weg mit dir. So. Jetzt gleich kommen wir in einen Raum. Da habt ihr das erste Mal gegen so einen Wrestler gekämpft. Und dann wisst ihr auch genau, wo ihr seid. Hier oben kam das erste Mal so ein Wrestler runter. Da musstet ihr das erste Mal gegen den kämpfen. Und genau auf der anderen Seite ist die Tür. Wenn ihr von da, wo ich gerade rausgekommen bin, links geht, dann habt ihr hier eine Tür, die könnt ihr dann mit dem Schlüssel aufmachen, könnt dann zur Statue und mit Goldfrüchten die Statue benutzen. Ich zeige euch noch gerade eben, wie viel das kostet. Beim ersten Mal kostet das Gold 10 Goldmünzenfrüchte, beim zweiten Mal 15 und dann steigert sich das immer. Und, ach krass, hier kriegt man das ganze Ergo. Hier kann man auch sehen, wie viel Ergo man insgesamt eingesetzt hat. 348.000 habe ich bisher eingesetzt, krass, cool. Ja, hier findet ihr die Statue. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es wird bestimmt in nächster Zeit noch mehr solcher Videos geben, wo ihr bestimmte Dinge findet, wie ihr verschiedene Puzzles oder Rätsel löst. Gibt ja auch die kryptischen Rätsel und so weiter. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Ich würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen. Vergesst nicht, eure Meinung zu Lies of Pi unten reinzuschreiben. Interessiert mich extrem, eure Kommentare zu lesen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.